Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zum Uploadplan. Ja, ich habe es endlich hinbekommen, einen Uploadplan zu vervollständigen oder anzufertigen. Die Frage hat sich natürlich immer mal wieder ergeben über den kompletten Zeitraum hinweg, seitdem mein Kanal besteht. Und ich konnte die halt nie richtig beantworten, wann ich meine Videos hochlade oder ob da irgendeine Struktur herrschen würde. Es gab halt keine. Ich habe es immer so gemacht, wie ich halt Zeit und Lust hatte. Und jetzt hat sich die Frage halt in letzter Zeit gehäuft. Und dann habe ich mir gesagt, nein. Da muss ich jetzt mal was machen, damit deine Abonnenten wissen, wann genau die Videos zu erwarten haben. Dann habe ich meinen zeitlichen Rahmen voll krass abgecheckt. Und das ist das Ergebnis. Den Uploadplan seht ihr schon seit ein paar Sekunden im Hintergrund und wir gehen den mal zusammen durch, um Nachfragen eventuell vorzukommen. Natürlich könnt ihr immer noch, falls ihr Fragen habt, in die Kommentare eure Fragen stellen. Ich werde die auf jeden Fall beantworten und wir gehen den Uploadplan einfach mal durch. Fangen an mit dem Montag. Da ist genau wie bei den meisten Menschen wahrscheinlich auch nicht viel los bei mir, denn da gibt es kein Video. Das liegt daran, dass der Sonntag bei mir eigentlich komplett ausgebucht ist. Da ist wirklich kaum Zeit übrig, um irgendwas zu schneiden oder zu kommentieren. Denn für diejenigen, die es nicht wissen, ich sag's hier auch nochmal, ich fertige die Videos halt immer einen Tag vorher an. Meistens lade ich dann nachts hoch. So passt es halt bei mir am besten. Oder der Sonntag halt keine Zeit hergibt, ist der Montag leider nicht mit Videos gespickt. Dafür gibt es dann 3 Tage hintereinander Videos. Dienstags und mittwochs kommt NBA und zwar der My Career Mode im Doppelpack also. Und da werde ich eine klitzekleine Änderung vornehmen, nichts Großartiges. Denn den meisten wird aufgefallen sein, dass die letzten My Career Videos, nicht alle, aber einige, nicht immer 10 Minuten betrugen. Teilweise 7, teilweise 8. Also immer so am Schwanken und da habe ich mir jetzt so einen zeitlichen Rahmen erstellt und zwar zwischen 10 und 15 Minuten. Im Idealfall haben wir dann 30 Minuten My Career in der Woche und damit kann man gute Fortschritte machen, wie ich finde, in der Season. Also ich hoffe, dass das in der Praxis ganz gut klappt. Donnerstags kommt dann FIFA 15 Ultimate Team Mode. Einmal in der Woche finde ich es ganz okay. Dann sind die zufriedengestellt, die das gerne sehen. Danke dafür. Und für diejenigen, die sagen, mein Gott, das möchte ich überhaupt nicht sehen. Ihr müsst es nur einmal in der Woche ertragen. Ich mache es halt gerne. Deswegen auch FIFA im Uploadplan involviert. Freitag und samstags kommt kein Video. Das liegt einfach daran, dass ich donnerstags und freitags immer sehr lange Uni habe. Da liegen eigentlich komplett meine Vorlesungen. Zeitlich gesehen ist da auch nicht viel zu holen. Am Sonntag kommt dafür wieder NBA. Hier gibt es einen kleinen Twist in der Story. Und zwar kommt da abwechselnd My Team und My GM. Den My GM-Mode werde ich noch anfangen. Der My Team Mode kam schon und das wird einen wöchentlichen Rhythmus ergeben. Also Sonntag kommt jetzt My GM, nächsten Sonntag wieder My Team. Ich finde, das ist ganz gut gehandhabt. Bin ganz gespannt, wie es in der Praxis aussehen wird. Und das war's zum Uploadplan.